Ich freue mich, dass Sie da sind und ich hoffe, dass Sie am Ende des Tages mit richtig vielen neuen Gedanken aus der Veranstaltung herausgehen. Das ist das Ziel, Sie intellektuell zu engagieren in den Themen, die wir für heute haben. Das genaue Gegenteil vom letzten Jahr. Letztes Jahr ging es um den Menschen, die Charaktere, die psychologischen Profile. Und wir haben es dieses Jahr gedreht in das exakte Gegenteil, nämlich die Modelle, die Maschinen, die Muster, also all das Mechanische. Und ich glaube, die Zukunft liegt eben nicht so sehr bei den Individuen, sondern bei den Maschinen. Wir lesen viel über diese spaziergehenden Roboter, die man schubsen kann. Über die Finanzwelt und die Roboter lesen wir ganz wenig. Und dass wir wenig lesen, hat einen Grund. Ich glaube, da ist unglaublich viel in Bewegung, was noch unsichtbar ist und was unsere Finanzwelt drastisch verändern wird. Ich zeige Ihnen kurz das Programm. Wir haben hier einen großen technologischen Block. Am Vormittag 3 Vorträge zum Thema künstliche Intelligenz, ziemlich kurz gehalten. Also jeder der Vortragenden könnte durchaus 3-mal so lange reden, wie wir hier eingeplant haben. Wir wollen Ihnen Highlights geben. Der Herr Endler aus unserem Frankfurter Team wird im Wesentlichen über Bilderkennung sprechen, im weitesten Sinne. Also was kann man aus Zahlen, Mustern herauslesen. Herr Schweter, der noch im Auto unterwegs ist, über das Lesen lernen der Rechner, also Texterkennung im weitesten Sinne. Und Christian Osendorfer von unserem Kooperationspartner Nathans wird über eine praktische Anwendung sprechen, die wir entwickeln derzeit noch. Es ist etwa ein Drittel fertig, wo der Computer aus Bergen von Datenmaterial versucht, Portfolien zusammenzustellen. Dann haben wir Mittagessen. Herr Kern von Wikifolio, wir arbeiten gerne mit Wikifolio zusammen, wir hatten vor Jahren ja schon mal den Vortrag, Demokratisierung des Asset Management. Wikifolio legt rasante Geschäftsentwicklungen hin, also einer, den man in den nächsten Jahren als einen großen Marktteilnehmer wahrnehmen werden muss, wird über Datenauswertung, was kann man in diesen Wikifolios, diesen demokratischen Portfolien von Tausenden von Nutzern, was kann man dort herauslesen, kann man damit irgendetwas anfangen? Und anschließend wird Herr Otto, Dr. Otto, über Bitcoin und Blockchain sprechen. Ich habe das nie verstanden, dieses Bitcoin und Blockchain. Ich habe zwar viel gelesen, alle Leute haben versucht, mir das klarzumachen, aber ich habe es nicht verstanden. Und dann war ich in einem Vortrag von dem Dr. Otto drin und auf einmal wurde mir das sonnenklar. Er macht es extrem einfach und nach dem Vortrag kamen mir so viele Ideen, was man alles mit Blockchain machen kann. Also weniger mit der Bitcoin-Seite, mit der Blockchain-Seite. Und dann habe ich gedacht, wir müssen ihn heute hier haben. Er ist der, der es am besten kommunizieren kann, was dort gerade passiert und wie es wahrscheinlich die Backoffices vieler Banken überflüssig machen wird. Das sage ich jetzt. Er sagt, das ist alles noch heiße Luft, aber man spürt richtig, wie da eine Entwicklung in der Luft liegt. Und dann wieder ein Themenwechsel, wieder ein mentales Modell, nämlich den Richard Kuh, den ich seit etwa 15 Jahren verfolge, ist der Leiter des Nomura Research Instituts, einer der ganz großen Ökonomen dieser Welt, der schon vor 15 Jahren den japanischen Weg sehr klar beschrieben hat, der im Prinzip sagt, der europäische Weg ist einfach eine zeitversetzte Kopie des japanischen Weges, der noch vor 2 Jahren sagte, da gibt es einen Ausweg und der heutige Vortrag hat diesen Ausweg nur noch am Rande. Und das wird uns für die nächsten 10 bis 20 Jahre massiv beschäftigen. Die Defizitaufbauten, die wir dort erleben, die Fehler, die dort gemacht werden, werden uns in den nächsten 20 Jahren alle hier beschäftigen. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir ihn hier haben, weil er uns einfach da sagt, wie wir das Weltbild orientieren müssen. Und plötzlich wird all das, was die EZB schreibt und was die Bundesbank dazu sagt, plötzlich ergibt das, man merkt plötzlich, wie wenig Sinn das ergibt. Ein ganz wichtiger Vortrag. Den haben wir auch extra lang ausgelegt. Wir haben keine praktisch über 2 Stunden für Vortrag und Diskussion, weil wahrscheinlich so viele Fragen kommen und wir sollten richtig Platz lassen für Fragen, weil es wirklich unsere Volkswirtschaften der nächsten Jahrzehnte betrifft. Mensch, Maschine und Modelle ist das Thema meines Vortrages und ich möchte ein bisschen über die Ähnlichkeit sprechen zwischen Mensch und Maschine. Wir sind nämlich beides Mustererkenner. Die Maschine erkennt Muster in Zahlen und in Bildern und der Mensch erkennt Muster aus seiner Lebenserfahrung heraus. Wir sind eigentlich beides Mensch und Maschine, Generalisierer aus dem, was wir induktiv erleben. Die Mustererkennung hat Grenzen. Wir können auch nur das praktisch nutzen, was wir selber erlebt haben.
Die Maschine kommt nicht drüber hinaus, der Mensch kommt drüber hinaus, er kann über die erkannten Muster hinaus weitere Generalisierungen bieten, abstrakte Regeln aufbauen und Philosophen können sogar Lebensmaximen daraus herleiten. Ich habe da mal ein paar Beispiele dazu. Regeln, Handelsregeln. Ich habe das in 6 Bereiche unterteilt, und zwar den Individualbereich, den sozialen Bereich, was ich ererbt habe, was ich erlernt habe und was ich designt habe. Fangen wir mal damit an, links oben in der Ecke, Zucker ist gut. Das ist eine Lebensregel, die wir nicht erlernt haben, die uns praktisch eingebaut ist durch die Evolution. Können wir uns das mal anschauen, wenn Sie eine Amöbe in Wasser setzen, ich habe das selber noch nie gemacht, ich habe hier eine Art Echo hier drin. Die schwimmen in die Richtung der höheren Zuckerkonzentration. Das haben die nie gelernt in der Schule. Das ist eingebaut, weil diese Regel ihnen evolutionäres Überleben ermöglicht hat. Lachse schwimmen Richtung Süßwasser. Die machen das nur einmal im Leben. Das ist also nichts Vererbtes. Es hat einfach funktioniert. Es ist nicht erlernt, es ist vererbt. Weil alle Lachse, die das tun und die Flüsse hochfliegen, schwimmen zum Laichen, sich vermehren und die anderen untergehen. Das heißt, wir haben sehr, sehr starke Regeln, die eingebaut sind, evolutionär erlernt sind. Dann gibt es den Bereich der erlernten Regeln. Zum Beispiel, Hitze ist gefährlich. Das lernt das Kind bei der Herdplatte. Einmal gelernt, fest programmiert im Kopf und damit verankert. Entscheidungsmatrizen. Ich arbeite gerne mit Entscheidungsmatrizen. Ich habe die Optionen und dann die verschiedenen Ergebnisse. Auch das ist ein erlernter Mechanismus, um sich für das Leben Regeln zu bilden. Oder auch die Zinseszinsrechnung gehört auch dazu, zu sagen, ich habe einen zeitversetzter Konsum, den muss ich in der Gegenwart sozusagen abzinsen, um in die Gegenwart runterzuholen. Das sind einfach Lernmuster, die man lernt, die man in Formeln gießen kann und die einem durchs Leben weiterhelfen. Dann habe ich designte Regeln. Paleo-Diät, wenn irgendjemand sagt, Paleo-Diät ist was Gutes, das ist nicht empirisch hergeleitet, da sagt jemand, ich schreibe jetzt mal ein Buch und mache da mal eine Regel draus und plötzlich kommt ein Verhaltensmuster raus. Leute, die sich dran halten, verinnerlichen das und machen das zu einer Regel, obwohl es dafür keine empirische Evidenz gibt. Oder die medizinischen Goldstandards, da setzen sich Ärzte hin und sagen, so und so muss man behandeln. Das ist der ideale Behandlungsweg. Das sind sozusagen designte Regeln. Das Ganze haben wir auch im sozialen Bereich. Dieses einmal Blut ist dicker als Wasser oder Verwandte sind wichtiger als Freunde, ist nichts, was wir irgendwo erlernt haben. Das ist einfach genetisch bei uns drin. Blutsbande halten einfach eng zusammen. Das kann man in vielen Stresssituationen erleben, dass das einfach eine ererbte Regel ist. Gewalt wird bestraft, das ist eine erlernte Regel. Im Kindergarten Schlägerei und dann kommt die Kindergärtnerin und dann erlerne ich eben solche Verhaltensregeln. Oder das Thema Bildung ist nützlich, ist eine Verhaltensregel, die ich durch mein Umfeld weitergegeben bekomme. Und dann haben wir auch wieder die design-sozialen Regeln, der kategorische Imperativ oder Marxismus sind einfach typische Design-Regeln, die das Zusammenleben ermöglichen. Ich bewege mich im Prinzip hier in dieser Ecke als Investor. Ich versuche einfach Heuristiken zu finden, die mir das Interpretieren von Finanzdaten ermöglichen. Und sehe Situationen in der Bilanz, in einem Text, wo ich sage, das kenne ich schon, das habe ich schon mal so erlebt, das ging so und so aus, also fühle ich mich wohl oder nicht wohl damit. Und der Computer, über den wir heute viel sprechen werden, designt Regeln auf Basis von Beobachtung. Der ist also hier in der erlernten Ecke und durch Beobachten dessen, was er sieht und Anwenden auf die Kursentwicklungen, lernt er praktisch Regeln zur Analyse von Aktien oder Analyse von Geschäftsberichten. So, die Reihenfolge der Folien im Vortrag ist etwas anders als in der Präsentation. Ich muss mal gucken, dass ich Ihnen nicht allzu viel zumute. Interessant ist, wie gut der Mensch ist. Also der Schwede sagt immer, seine Tochter Amanda, die 2 Jahre alt ist und gerade eben Magen-Darm-Probleme hat, das arme Kind, kann schneller lernen als der Computer. Ein Kind kann Hund und Katze auseinanderhalten, ohne 1 Million Beispiele gelernt zu haben. Das sieht ein Hund und sagt dann, das ist ein Wauwau und das ist die Miezekatze, an 3, 4 Beispielen und hat das drin. Also wir Menschen sind ziemlich schnelle Beobachter und Generalisierer und Abstrahierer von solchen Regeln. Viele dieser Erfahrungen sind sehr subtil. Ich bin mit meiner Frau vor 2 Wochen im Appenzelt spazieren gegangen, da sitzt jemand auf einer Bank und sagt, 9:30, also 9:30 abends.
Und ich frage meine Frau, ist das ein Appenzeller? Und sagt, ja klar, Zeni, das sind die Appenzeller. Zähni, das wäre der Basler. Das heißt schon kleine, wir sind gut im Beobachten auch von kleinen Nuancen und können mit einer winzigen Information, Zähni, können wir sagen, das ist ein Mensch aus der und der Region. Das ist eigentlich unglaublich, was wir als Menschen schaffen in der Generalisierung. Dann gehe ich auf dem Weg weiter und sehe da wippenden Schwanz, schwarz-weiß auf dem Gehweg. Wippender Schwanz ist für mich die Bachstelzenfamilie, das ist ein Vogel. Wenn es gelb wäre, da wäre es eine Schafstelze. Also ich gehe da nicht mit einem Fernglas ran, sondern ich beobachte einfach ein bestimmtes Muster und sehe, das ist der Vogel, oder es fliegt flachen Vogel über den Boden von Hecke zu Hecke, muss ein Zaunkönig sein. Also mit Bruchstücken von Informationen können wir Menschen schon ziemlich viel generalisieren und Entscheidungen treffen. Cembalo, das ist Barockmusik, achteckiger Grundriss, das muss das Karolingische sein. Und damit kommen wir recht effektiv durchs Leben. Und im Grunde sind wir damit schlichte Gemüter. Der Mensch ist im Grunde ein ziemlich schlichtes Wesen. Das lernt zwar die Regeln, aber sobald wir was erkennen, kategorisieren wir, wir fallen in das Muster rein und sagen, schon mal erlebt, Bachstelze, ich komme gar nicht auf die Idee, dort einen anderen Vogel zu vermuten, weil das mein Muster bestätigt und wenn ich damit keine Fehler mache, behalte ich dieses Urteil oder Vorurteil bei. Problem ist, Menschen mit mangelndem Lernhorizont kommen über ihre Grundkenntnisse nicht hinaus, die lernen die falschen Regeln und bleiben in denen verhaftet. Wir in dieser Runde sind ja alle sehr viel klüger und können durch weitergehendes Beobachten auch Regeln mal wieder außer Kraft setzen, wenn wir merken, dass sie falsch sind. Wo kommt das her? Spannend ist, das ist ein Bild aus Afrika. Diese Reize sind ja lebenserhaltend und das ist ja witzig, wenn wir irgendwo gut gegessen haben, Sie sitzen irgendwo zusammen mit Freunden und essen gut, dann kommen Ihnen 10 andere Restaurants in den Kopf, wo Sie auch gut gegessen haben. Also Essen, da ist es gut, sind ganz starke Reize, die wir durch Lernen verinnerlichen. Diese Tiere tun das auch, die sammeln sich dort, wenn eine Tierart dort ist und dort sich hier mit Wasser oder Lebensmitteln versorgt, dann kommen andere dazu, weil man weiß, Essen ist für die Arterhaltung wesentlich. Das sind ganz starke Dinge, die wir sehr schnell in den Kopf aufnehmen. Und das ist ja auch die Erklärung dafür, was mir mein Freund sagte, der gekellnert hat, Menschen setzen sich gerne in volle Restaurants an abgegessene Tische, nicht an die freigeräumten, an die abgegessenen, weil da muss es gut sein, da hat schon mal jemand gesessen. Logisch wäre es einfach in das leere Restaurant, an den leeren Tisch zu gehen, aber de facto ist es umgekehrt. Wir suchen die Herde, wir suchen die Menge, weil es einfach evolutionär für uns wesentlich ist. Das kennen Sie, ich brauche nicht zu sagen, Spritze, Frau, das könnte Zahnarzt sein oder das könnte eine Impfung sein, gleich unangenehm. Wir reagieren enorm schnell auf solche Reize und es können auch akustische Reize sein. Ich habe mir gestern das nochmal angehört, die Musik aus dem Weißen Hai, dieses Schrumm, Schrumm, Schrumm. Ich sehe blaues Wasser, im Moment, wo die Musik einsetzt, weiß ich, die Gefahr ist da. Ganz kleiner Reiz. Und die meisten Filme funktionieren auch auf diese Weise. Durch die Musik weiß ich sofort, welche Situation ich habe. Also wir sind enorm reizgetrieben und bilden sofort diese Situation im Kopf ab und sagen, das ist eine kritische Situation, das ist eine positive Situation. Über die Geigen einsetzen, weiß ich, dass die Gefahr vorbei ist. Und in meiner praktischen Arbeit, ich muss mal sagen, ich bin primitiv gestrickt. Ich meine, ich lese einen Text und aus dem Text sage ich, ich fühle mich wohl oder ich fühle mich nicht wohl. Das ist der berühmte Richemont-Geschäftsbericht von 2003. Den der Mut und ich damals durchstudiert haben. We were too slow. To my embarrassment, Richemont was not as prepared as it should have been. Da sagt der Vorstandsvorsitzende zu mir als Aktionär, wir haben Mist gebaut, wir waren nicht gut, zu langsam. Und da denke ich, Mensch, der gefällt mir. Das ist ein Sprachmuster, das mir gefällt, wo ich mich wohlfühle, wo ich sage, das muss ein Mensch sein, mit dem ich als Aktionär gut klarkommen kann. Und dann lese ich hier aus unserer Misserfolgsstory GT Advanced Technologies diesen Text über die Risiken. Und wenn ich das so durchgehe, da ist eigentlich alles gefährlich. Also da ist, was die Heliumpreise und die Prozesse und die Rohstoffpreise, ist alles gefährlich. Und da denke ich, allein schon die Kompliziertheit dieses Textes sagt mir, hier könnte irgendwas faul sein. Es hätte es mir sagen sollen. Ich habe es wissend gelesen und nicht gespürt, dass in dieser Textstruktur allein schon eine negative Information drinsteckt. Wir sind nicht in allem gut. Der Mensch hat einige notorische Schwächen in dieser Erkennung von Mustern, zum Beispiel bei Wahrscheinlichkeiten. Wir haben den 11. September gehabt, danach wurde der Luftverkehr eingeschränkt und viele Leute sind auf die Straße umgestiegen.
Auf der Straße sind mehr Unfälle passiert als in den Flugzeugen. Das kriegen wir nicht im Kopf nicht hin. Wir fühlen uns auf der Straße sicherer. Also wir können nicht eine Rechnung anstellen und sagen, rein objektiv gesehen sollte ich jetzt doch fliegen, weil das sicherer ist. Das geht irgendwo uns gegen den Strich. Da sind wir schlecht. Wir sind bei Erwartungswerten schlecht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon mal einen Lottoschein abgegeben, aber das ist schon etwa 40 Jahre her. Der Erwartungswert eines Lottoscheins ist negativ. Ich meine, von jedem Euro, den ich da hinlege, weiß ich, 50 Cent sind im arithmetischen Mittel weg, kassiert der Staat ein. Auch da kommen wir nicht mit klar. Wir haben immer diese Hoffnung, die dahinter steckt. Wir kommen schlecht damit klar, Wahrscheinlichkeiten und Payoffs zu berechnen. Nutzenfunktion. Wir reagieren auf Verluste stärker als auf gleich große Gewinne. Wir sind asymmetrisch in unserer Wahrnehmung von Nutzen. Oder bedingte Wahrscheinlichkeiten. Bibliothekare tragen häufig Brillen, aber nicht jeder Brillenträger ist ein Bibliothekar. Wir assoziieren sehr schnell von der einen in die andere Richtung, aber in die Gegenrichtung ist häufig verkehrt. Und das kriegen wir als Menschen einfach nicht sehr gut hin. Und dann haben wir noch die Emotionen, die noch reingehen. Wir haben Neidgefühle manchmal, sind zornig, machen darum falsche Entscheidungen. Wir sind die Herdentiere, wie gesagt. Wir sind Kurzfristoptimierer. Die Gegenwart ist uns mehr wert als die Zukunft. Und diese Fehler machen auf alle Fälle die Maschinen nicht. Die sollten uns in diesen Bereichen überlegen sein. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, das kennen Sie alle, den Marshmallow-Test. Und das ist so herrlich, das im Internet sich anzugucken, bei YouTube. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Kinder kriegen ein Marshmallow vorgesetzt und wenn es nach 5 Minuten das Marshmallow noch da ist, kriegen sie noch ein zweites dazu. Und dann geht jemand raus und die Kamera läuft. Und das ist so nett, diese Kinder da vor diesem Marshmallow zu betrachten. Wie sie es angucken, mal anstupsen, dann riechen, wieder zurückstellen, dann reinbeißen. Und das Interessante ist, den Test, ich glaube, das Buch ist aus Australien hier, The Marshmallow Test. Kinder, die das beherrschen, nämlich den zeitversetzten Konsum, also nicht die Gegenwart, sondern die Zukunft richtig berechnen gewissermaßen, sind im Leben erfolgreicher. Das ist wirklich das Erstaunliche. Also praktisch die intellektuelle Steuerung dieser, sagen wir mal, zu einfachen Muster führt zu Lebenserfolg. Ganz interessant. Ich hatte jetzt den Individualbereich angesprochen, also den Menschen für sich. Interessanterweise gilt das auch für das soziale Verhalten. Ich war begeistert im Jahr 84 von einem Buch von Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation. Und der hat sogenannte Agentenmodelle laufen lassen. Der hat, also wir könnten ja alle ein Spiel miteinander spielen, das Gefangenendilemma kennen Sie ja, wenn beide kooperieren, ist alles gut. Wenn beide sich verraten gegenseitig, ist es für beide schlecht. Wenn der eine den anderen verrät, also der eine ist dumm, hält den Mund und der andere verrät den anderen, hat der eine eine positive Aussage und der andere negative. Also da gibt es eben 4 Ergebnisse aus diesem Spiel, wenn die zwei Gefangenen aussagen müssen. Und die Kooperation ist im Regelfall das Beste, aber es lohnt sich auch ab und zu mal wieder den Gegner oder den anderen Mitgefangenen hineinzulegen. Wenn beide sich versuchen, gegenseitig hineinzulegen, geht das schlecht aus. Und da kann ich sogenannte Agenten bauen. Ich kann das Spiel spielen mit Verhaltensregeln. Zum Beispiel, ich betrüge immer. Ich lege immer meinen Mitgefangenen herein. Oder jedes dritte Mal spiele ich unfair. Oder ich spiele immer fair, egal was der Gegner macht. Und man kann das in Computermodelle packen und diese Computer gegeneinander spielen lassen. Und dann gibt es eine evolutionäre Entwicklung und dann manchmal, hier sieht man, wie eine Strategie erst gut funktioniert und dann langsam wegstirbt. Es gibt, man sieht, wie manche sich stabilisieren über die Generation, wie das Spiel gespielt wird. Und interessanterweise sind die Strategien am Ende erfolgreich, die kooperativ sind. Eigenschaften dieser besten, also die beste Strategie war die Tit for Tat. Grundsätzlich spiele ich fair. Wenn ich einmal reingelegt werde, lege ich dich beim nächsten Mal rein und danach ist alles wieder vergessen und ich spiele wieder fair. Also einfach, ich rechne mich einmal, aber nicht mehr. Und interessanterweise, diese Strategien gewinnen langfristig. Wesentliche Eigenschaft von guten Strategien im sozialen Bereich ist, sie muss in der Grundanlage freundlich sein, sie muss schlagkräftig sein, also auch wirklich zurückhauen, nicht nachtragend, nicht neidisch und einfach zu durchschauen. Ich bin hier der Spieler, wenn du mich betrügst, werde ich dich betrügen.
Und dann sind wir wieder gute Freunde. Das ist ein einfaches Prinzip, das die Gegenpartei gut durchschauen kann. Und so bilden sich soziale Verhaltensformen raus, auch durch Musterbildung, ganz empirisch. Da ist also wenig Altruistik dabei. Es funktioniert einfach in Gesellschaften. Soziales Verhalten bildet sich sozusagen durch Muster heraus. So viel also zu Modellen im menschlichen Bereich. Kommen wir zur Maschine. Heute versuchen Maschinen das, was wir Menschen zu leisten versuchen, nachzuahmen. Ich hatte erzählt, dass ich als Aktieninvestor im Grunde ein Mustererkenner bin. Ich sehe eine Firma, die gefällt mir, die habe ich schon dreimal gesehen, das ist die schönste von den dreien oder habe ich schon zehnmal gesehen. Und ich sage, das wird gut ausgehen. Ich versuche nicht jeden Einzelfall in alle Verästelungen nachzuvollziehen, sondern sage, kenne ich schon, ging damals gut, wird auch heute gut gehen. Und die Maschine versucht das ähnlich auch, die künstliche Intelligenz. Sie kann klassifizieren, sie kann Zahlenwerte berechnen, sie kann handeln. Also zum Beispiel klassifizieren, hot or not, bin ich ein sexy oder nicht. Im Internet, das zeige ich Ihnen gleich nochmal, kommen schlechte Werte raus. Ich kann Zahlen errechnen, die Zahl 3 oder 10 oder plus 20%. Oder ich kann handeln, wenn ich im selbstfahrenden Auto bin und das sagt, du fährst zu nah auf, du musst jetzt bremsen. Das sind so die Ergebnisse, die ein Computer leisten kann. Interessanterweise muss der Mensch dabei kräftig nachhelfen. Die Modelle sehen einfach aus und wenn Sie das nachher präsentiert bekommen, denken Sie, na, das ist ja super simple Geschichte, das möchte ich jetzt auch mal machen. Das Ganze aufzusetzen, ans Laufen zu bekommen, die Architektur zu designen, das ist der eigentlich schwere Akt, wo der Mensch nachhelfen muss. Die Ergebnisse sind erstaunlich, teilweise wirklich verblüffend und da finde ich diesen aufstehenden Roboter noch relativ primitiv. Da kommen manchmal Leistungen raus, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und fragt, woher weiß das Gerät das? Aber im Grunde sind sie immer noch dumm, weil sie immer nur innerhalb des Erlernten sich bewegen. Und interessanterweise sind im Vergleich diese regelbasierten Ansätze Versagen. Wir haben in unserem Haus da in Walzenhausen eine Haussteuerung, wo die Jalousien hoch oder runter fahren. Und zwar ist die Regel, fahre die Jalousie runter, wenn die Helligkeit über 20.000 Lumen ist, die Temperatur über 25 Grad, kein Wind und bei Anwesenheit. Hört sich nicht schwer an, ne? Aber das hat Monate gedauert, bis der Programmierer das endlich so umgesetzt hat, dass es auch im Alltag funktioniert. Und sobald ich nur ein bisschen Komplexität drin habe, das ist ja simpel, Komplexität haben, ersticken diese gestalteten Regeln an ihrer Komplexität. Und darum sind, glaube ich, die erlernten Regeln, wo man einfach beobachtet, was passiert so tatsächlich in der Nutzung, wahrscheinlich im Alltag für die Maschine besser zu erlernen. Nehmen wir mal die Bilderkennung. Wenn wir nachher über Bilderkennung oder Mustererkennung in Grafiken sprechen, dann muss so eine Maschine erstmal wissen, wo sie überhaupt hinschauen muss. Wir werfen der Maschine dieses Bild zu und sie weiß, dieser helle Fleck ist das, was sie eigentlich erkennen soll. Oder hier dieser graue. Die muss erstmal wissen, was eigentlich wichtig ist auf diesem Bild. Wir haben gestern rumgespielt mit die Eva Zaragoza hat ihr Bild von uns analysieren lassen. Und auf dem ersten hatte sie einen Blazer an und die Maschine sieht nur diese Schnittkanten, also geht genau auf diese Form hier und die Schulter, sieht diesen Ausschnitt und sagt, aha, das muss ein Mann sein. Auf dem nächsten Bild kam sie mit lockigem Haar und die Maschine sieht praktisch die Konturen des Haares und sagt, aha, das muss eine Frau sein. Also die Maschine versucht auf diesem Bild die wesentlichen Stellen zu finden und dann eine Klassifizierung zu versuchen. Erstmal muss sie wissen, wo sie hinguckt. Dann, hier wie bei diesem Hundebild, muss sie die wesentlichen Features herausarbeiten. Es gibt ja so Hunderassenerkennung im Internet und da muss aber wissen, wie ist die Proportion zwischen Augen und Nase, weiße Flecken, keine weißen Flecken und daraus baut sie dann praktisch nachher ein Erkennungsmodell. Damit das funktioniert, braucht sie viel Material, das heißt, das ist so eine Selfie-Klassifizierung, wo die Selfies nach gut oder schlecht klassifiziert werden aus dem Internet. Links praktisch die schlechten Selfies, rechts die guten Selfies und nachher baut das Modell Entscheidungsregeln, sagt, dieses Selfie kommt im Internet gut an und übrigens, wenn du den Kopf ein bisschen anschneiden würdest und den Nachbarn links daneben wegschneiden würdest, wäre das ein besseres Selfie mit höherem Popularitätswert im Internet. Was ich damit sagen möchte ist, da steckt viel Handarbeit dahinter.
Damit die Maschine sowas lernen kann, müssen Menschen, sogenannte mechanische Türken, Mechanical Turk heißt das bei Google, Millionen von Bildern durchklassifizieren, kategorisieren. Und dann hat die Maschine das Arbeitspotenzial, das Arbeitsmaterial, um daraus Regeln herzuleiten. Drei Beispiele für die Bilderkennung. How Old, das ist eine spielerische Webseite von Microsoft. Ich kann ein Bild hochladen und er sagt mir, wie alt die Person auf dem Bild ist. Und das ist Warren Buffett hier, wie man weiß, Alter 81. Ich habe das Bild vor 4-5 Jahren aufgenommen, also das passt fast auf die Jahreszahl genau. Und auch wieder, da waren im Hintergrund Leute, die haben hunderte von Bildern klassifiziert nach Alter und die Maschine hat gelernt, wenn die Gesichtszüge so und so aufgebaut sind, habe ich da ein bestimmtes Alter. Gestern habe ich noch was Neues entdeckt, aging.io, da kann ich meine Blutwerte eingeben und errechnet mein biologisches Alter anhand meiner roten Blutkörperchen und, keine Ahnung, Albuminwerte und was auch immer aus. Dann, was ist populär im Internet? Da habe ich mal links den Buffett und rechts mal mich da hochgeladen. Also Buffett wird als nicht populär eingeschätzt. Bei mir geht es so gerade so lala. Aber sagen wir mal, zwischen hot, stunning und godlike ist, glaube ich, noch ein ziemlich weiter Weg. Also da werde ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber die Maschine kann eben aus der Beobachtung von Millionen von Facebook-Nutzern genau sehen, was ist populär, was ist nicht populär. Und die Maschine versucht dann anschließend, die Dinge zu kategorisieren. Der Warren Buffett, das hat sie ganz gut hinbekommen. Das können Sie auch selber nachspielen auf CaptionBot.ai. Da können Sie Bilder hochladen und mal den Google, den Microsoft-Roboter raten lassen, was wohl auf diesem Bild drauf ist. Den Buffett hat sie ganz gut hingekriegt. Bei diesem Eisbär hat sie gedacht, das ist ein Eisbär, es sind aber drei kleine Eisbären hier. Hier glaubt sie, dass es eine Gruppe von Schafen ist. Ich würde mal sagen, das sind eher Walrosse. Hier sieht sie eine Blüte, es ist aber ein Schmetterling. Hier einen schneebedeckten Merk, es ist aber eigentlich ein Eisberg. Und hier eine Katze, die auf einer Welle liegt. Das ist ein Marder bei uns im Innenhof gewesen. Also man sieht deutlich, diese Maschinen sind schon so ganz nett, aber bis die mal richtig gut sind, haben wir noch einige Wegstrecke zurückzulegen. Aber da wir spielen und wir selber Bilder hochladen, lernt die Maschine aus unseren Inputdaten im Laufe der Zeit immer besser zu werden. Das heißt, ich gebe selber den Maschinen das Rohmaterial dafür. Ja, und jetzt wird es langsam spannender. Das selbstfahrende Auto. Da gibt es einen Menschen namens George Hotz. Den können Sie im Internet nachlesen. Der hat sich in seinen Honda so einen kleinen Computer reingebaut. Hier ist er an der Seite. Und der Computer und dann viele Kameras und LIDAR und was weiß ich, Radar und alles Mögliche, hat das in den Computer reingefüttert und dem Computer gesagt, beobachte mich mal beim Autofahren. Und nach etwa 10 Stunden konnte das Ding Autofahren. Es war wohl spannend, weil der Reporter von Business Week, der da mitfuhr, der wusste nicht, dass er erst 10 Stunden gelernt hatte. Also es war so ein bisschen so experimentell schon, aber es ist kein Unfall passiert. Und auch da interessant, die Firma Nvidia, diese Computerchip-Hersteller, Grafikkartenhersteller, die werden demnächst eine Grafikkarte anbieten, die die Autosignale verarbeitet und in 75 Stunden dem Auto das Autofahren beibringt. Und dieser George Hotz will das Ganze für $1.000 bis Ende des Jahres angeboten haben. Also wenn wir über das selbstfahrende Auto sprechen, da ist es. Noch nicht TÜV, den Anforderungen eines TÜV genügend oder einer deutschen Versicherung, aber von der praktischen Seite her enorm schnell. Und der Sprung von primitiver Bilderkennung, wie alt bin ich, bis zu ich lerne Autofahren, der ist überhaupt nicht mehr groß. Die Maschinenrechengeschwindigkeit verzehnfacht sich alle 5 Jahre. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist noch nicht so doll und das sieht man, wie kompliziert das Ganze ist. Aber wenn sich alle 5 Jahre das verzehnfacht, alle 10 Jahre verhundertfacht die Maschinenleistung, dann ist es nur noch eine Frage von wenigen Jahren, bis die Maschinen bei solchen Standardvorrichtungen wie Verrichtungen wie Autofahren oder sowas genauso gut sein können wie wir. Und meine These ist, nachher gibt es rund um das selbstfahrende Auto nicht mehr, wer hat das beste Auto, sondern wer hat das beste Fahrprogramm. Sebastian Vettel bietet sein Programm an für einen super Preis und jeder kann sein Programm bauen lassen und das kann ich mir einkaufen und er fährt dann in dem Stil von Sebastian Vettel und das lade ich mir dann hoch und
Ich vermute, in die Richtung wird das Ganze gehen, denn die Autos werden sich kaum noch unterscheiden. Der Elektromotor ist immer der gleiche. Interessant ist, der hängt. Die Batterie ist alle. Okay. Ich glaube, die Batterie ist weg hier. Der Pointer geht auch nicht mehr. Wo wird denn dieses künstliche Intelligenzzeug eigentlich eingesetzt? Und da genügt ein Blick in den Geschäftsbericht von Nvidia, die ja diese schnellen Grafikkarten bauen. Da sieht man die Branchenverteilung. Also sehr viel ist im Bereich Education, Internet. Das ist die Zahl der Kunden. Jedes Jahr verdoppelt sich die Zahl der Kunden, die Nvidia mit diesen schnellen Grafikkarten versorgt. Man sieht, das Lernen durch die künstliche Intelligenz ist in fast allen Branchen verbreitet. Im Finanzbereich bekommen wir davon wenig zu sehen, weil das kompetitive Informationen sind. Im Bereich der Erziehung, der Medizin ist es öffentlich. Aber ich vermute, in vielen, vielen Teams an der Wall Street sitzen, ich sage mal, die russischen Programmierer, die da was zusammenbauen, ohne dass groß darüber geredet wird. Das ist Wettbewerbsinformation und das hält man lieber unter der Decke. Ich mache mal ein Bild noch weiter. Für mich war das so ein Fall, als die Leoni im Oktober plötzlich abstürzte um 30%, das ist der Kursverlauf der Leoni-Aktie, war das meiner Ansicht eindeutig ein Computer, der den Pressetext gelesen hat und sofort ein Verkaufssignal gegeben hat. Wir haben mit einer Firma aus Freiburg den Text nochmal durchgegangen auf einen Scoring-Wert, also einen Text-Scoring-Wert. Der vorherige Score war 50, der Score von dieser Pressemeldung war 15 ungefähr. Da waren so zwei, drei Problemwörter drin und der Aktienkurs sackt sofort weg. Und man sieht auch deutlich, wie anschließend, ich sag mal, die deutschen Investoren dann auch den Text lesen und über Wochen dann abverkaufen. Die Maschine hat das einfach gelesen, hat nicht nachgedacht, hat einfach gesagt, zwei, drei kritische Worte, Pressemeldung, raus aus der Aktie, das kann nur schlimmer werden. Das ging in Minuten, das Ganze. Und darum, wenn wir solche Sachen beobachten am Kapitalmarkt, ein plötzlicher Kurssturz, denke ich, da war kein Mensch mehr aktiv. Das hat eine Maschine gemacht, die Texte liest und einfach sagt, Problem, weg damit mit der Aktie. Das ist ja noch primitiv. Das ist ja Stichwort lesen. Das ist ja, übrigens werden ja auch die Texte von den Maschinen auch geschrieben. Also wenn Sie bei Bloomberg manche Meldungen lesen, die sind von der Maschine geschrieben, nicht von Menschen geschrieben. Das heißt, die Maschine redet mit der Maschine. Das ist schon interessant. So, jetzt kommt es zu uns. Was will ich denn von der Maschine? Was ich möchte, ist, dass mir der Computer sagt, hier ist eine tolle Firma, gib mir doch mal andere tolle Firmen, die genauso gut sind. Ideengenerierung. Dann möchte ich von der Maschine zum Beispiel wissen, hier ist eine Firma, wird die im Laufe der Zeit wertvoller oder verliert die an Wert durch ihr ökonomisches Handeln? Also relativ zur eigenen Historie. Zweite Frage, ist die Firma vom Kapitalmarkt teuer oder billig bewertet? Nächste Frage, die ich von der Maschine beantwortet haben möchte, lies doch bitte den Geschäftsbericht und sage mir, ob da böse Dinge drin versteckt sind. Diese kritischen Absätze, das sind ja meistens nur ganz kurze Absätze, die ich finden muss, die in so einem Riesenwust versteckt sind. Heute machen wir das mit der Firma Footnoted, die lesen für uns die Geschäftsberichte und sagen immer, hier ist eine Formulierungsänderung, die ein bisschen problematisch ist, aber das kann ja auch eine Maschine. Oder, jetzt ist es anspruchsvoller, hier sind 100 Aktien, nimm 10 davon und baue ein gutes Portfolio. Oder die einfache Frage, welche Aktie performt nächsten Monat am besten, dann kann ich sie etwas höher gewichten. Und teilweise haben wir es umgesetzt, also Herr Schweter in Bochum hat für uns hier diese Ähnlichkeitstabelle konstruiert. Da werden Firmen nach ihrer ökonomischen Historie in einen, ich glaube, 20-dimensionalen Vektor reinprojiziert. Das heißt, eine Firma wird über 20 Zahlen abgebildet und ich kann Ähnlichkeiten von Firmen herstellen. Und wir sehen hier, dass die Richemont, also dieser Hersteller von Luxusuhren und Montblanc-Füllern, der Air Liquide, dem Flüssiggashersteller, dem Gasanbieter, sehr ähnlich ist, oder Illinois Toolworks, Halliburton, oder auch der Carnival Cruise Line, der Kreuzfahrtgesellschaft. Die Kennziffern, die Zahlenentwicklung dieser Firmen ist ähnlich und darum lohnt es sich auf alle Fälle, mal die Firmen anzugucken, weil die vielleicht ähnliche Grundmuster haben. 5 von diesen Firmen wird mir ja reichen, um ein schönes Subportfolio zu bauen. Das Thema Bewertung, das Herr Endler gleich aufnehmen wird. Was ist denn der faire Wert einer Firma über die Zeit und wie ist der Börsenwert? Ich weiß jetzt gar nicht, welche Firma das ist, aber ich möchte wissen, wo ist ein Wendepunkt, also rot
die Zahlen verschlechtern sich, grün, fundamental wird es besser, hier schön grüner Trend nach oben. Das heißt, hergeleitet aus den fundamentalen Daten der Firma wird diese Firma innerlich immer wertvoller. Und dann habe ich den Börsenkurs, der hin und her schwankt. Und dann, wenn ich drunter liege, aber der Trend anhält, ist es ja für mich ein gutes Investment. Die Firma ist billig und sie hat fundamental einen positiven Trend in sich eingebaut. Sie wird tendenziell immer wertvoller. Damit könnte ich auch schöne Portfolios bauen, vorausgesetzt, das Modell wäre verlässlich. Wir sind jetzt, glaube ich, ein Jahr lang am Rechnen. So ein Rechenlauf dauert dann häufig mal eine Woche oder 4 Wochen. Wir haben etwa 55 Läufe schon gemacht. Wir kommen der Wahrheit langsam ein bisschen näher. Aber ideal wäre es, wenn die Maschine mir die Bewertungsarbeit abnehmen könnte. Und dann haben wir schließlich das Thema Portfolio bauen. Da wird nachher Herr Osendorfer darüber reden. Das ist so ein Basisportfolio. Nimm 100 Aktien, pick 10. Und hier sind Modellläufe mit gepickten Portfolios und noch mit optimierten Portfolios oben drauf gelegt. Und man kann sehen, dass die Maschine zumindest in unseren Tests eine ziemlich gute Performance-Leistung zumindest ankündigt. Realisiert ist sie noch nicht. Wir haben ein kleines Testportfolio laufen bei Wikifolio, wo wir mal 50 gute Maschinentitel rausgenommen haben. Das performt mittelmäßig, aber wir haben gesagt, wir müssen mal raus in die freie Wildbahn. Wir haben auch nur ein bisschen eigenes Geld da reingesteckt. Es ist investierbar mit einem Zertifikat. Einfach mal zu sehen, wie sähe das denn in der Praxis aus, dieses Maschinenergebnis mal real laufen zu lassen. Was machen wir damit? Zwei Themen. A, wir haben diese Individualebene, wo wir Ideen haben möchten. Und wir haben die Portfolioebene, wo wir ganze Portfolios gestalten wollen. Wir arbeiten mit Bewertungen, Kennziffern, Textsignalen, mit Ähnlichkeiten. Und hier kommen eben qualitative Strategien raus. Also tolle Ideen, mit denen man leicht arbeiten kann. Also vorgekaut und vorgearbeitet. Oder auf der Portfolioebene, auf der Modulorebene haben wir einige quantitative Indizes schon aufgelegt und Fonds. Und die nächste Stufe wird sein, auch diese Quantenstein-Portfolien aus unserer Kooperation mit Nascens in die reale Wildbahn zu entlassen. So, jetzt habe ich viel über die Maschine gesprochen und Sie hören ja gleich die Vorträge dazu. Ich möchte zu meinem Kernvortrag nochmal zurückkommen, Lebenslektionen. Der Vortrag sollte ursprünglich mal heißen, Dinge, die ich verkehrt machte in meinem Leben. Wir haben es dann Lebenslektion genannt, das klingt positiver. Ich wollte Ihnen ein paar Dinge geben, die Denkmodelle oder generelle Grundprinzipien des Lebens, die mir gut geholfen haben und die nicht alle von mir erfunden sind, aber die ich in mein Leben übernommen habe und die brauchbar sind. Und das ist so ein bisschen pastoral jetzt, aber es sind auch nur 4 Schaubilder. Und Sie brauchen nicht hinzuhören, aber wenn Sie eine gute Idee daraus für sich selber mitnehmen können, dann hätte es sich ja schon gelohnt. Ich fange mal erstmal an bei meinen Mitbewerbern, andere gute Value-Investoren. Wir haben dort mehrfach jetzt abgefragt in verschiedenen Arbeitskreisen, was sind die Werkzeuge, die Modelle, die Hilfsmittel, die ihr einsetzt, um gute Entscheidungen zu treffen. Interessant war, viele protokollieren sehr gut mit. Die sagen, wenn ich eine Entscheidung treffe, schreibe ich mir genau die Beweggründe auf, damit ich in 5 Jahren nachvollziehen kann, habe ich damals richtig gedacht und die richtigen Schlüsse gezogen und ist das dann auch gut ausgegangen. Ganz auffällig, wie viele Leute das machen. Sich selber beim Denken und Lernen zu beobachten, also das Lernen praktisch als einen Prozess betrachten. Wie werde ich besser und welche Anregungen nehme ich auf und wie habe ich meine Schlussfolgerung erreicht und wie hätte ich das Ganze anders machen können. Also praktisch die eigene Entscheidungsarbeit von außen zu betrachten und auf sich selber drauf zu schauen. Unabhängigkeit ist ein wesentlicher Punkt. Das ganze Thema Invertieren ist hochinteressant. Also das Gegenteil postulieren oder sagen, argumentiere mir, warum ich die Aktie nicht kaufen soll. Wenn du das gut kannst, hast du auch die Argumente zusammen, warum ich die Aktie kaufen soll. Subtrahieren mache ich gerne. 2 Zeitstände in der Bilanz nehmen und voneinander subtrahieren. Was ist die Differenz aus der damaligen Firma plus dem, was in der Zwischenzeit hinzugekommen ist und die heutige Firma ergibt. Also man kann ja auch Firmen voneinander subtrahieren. Warum eigentlich nicht? Was ist die Differenz und warum sind die ökonomisch dann anders oder ähnlich? Ganz häufig, um manche Dinge einfach im Bogen machen, weglassen. Ich muss nicht alles können und nicht alles beherrschen. Reserven einbauen, also Sicherheitsmargen einbauen. Ganz häufig kamen einfache Modelle,
immer dann, wenn etwas zu kompliziert ist, ist es auch häufig nicht gut. Firmen suchen mit positiven Selbstverstärkungseffekten, wo zwei, drei Dinge sich positiv aufkumulieren. Also Chani Manga nennt das den Lollapalooza-Effekt. Zu sagen, wo sind meine Marktführer von in 10 Jahren? Ich kaufe sie heute. Die Geduld ist ein Thema. Und unternehmerisch denke, nicht börsengetrieben. Das sagten Kollegen als ihre Lebenserfahrungen. Meine eigenen Modelle, es kommen 3 Seiten, dann haben sie es. Ich gehe gerne in Gedanken durch eine Fabrik, wenn ich eine Firma beurteile. Einfach mal dem Fluss entlang gehen und fragen, warum liegen hier Teile rum und warum steht die Maschine, wo die doch eigentlich arbeiten müsste. Man sieht sehr viel, wenn man dem Materialfluss entlang geht oder dem Informationsfluss. Also hier ist der Laufzettel von diesem Auftrag. Wo geht der jetzt als nächstes hin? Wer macht was damit? Warum bleibt das liegen? Wo geht das weiter? Die 5 Warum-Fragen, warum ist das so und warum ist das der Grund dafür und dann nochmal dahinter gehen und nochmal dahinter gehen. Manchmal stecken ganz einfache Erklärungen hinter sehr komplizierten Phänomenen. Dann praktisch die 1000 Zwerge. Ich möchte Coca-Cola das Geschäft schwer machen oder den Frankfurter Flughafen. Ich hätte 1000 Zwerge oder 1 Million Zwerge, die meine Sklaven sind und ich hätte unbegrenzt Geld. Was würde ich tun, um Konkurrenz aufzubauen? Was müsste ich tun, um dem Frankfurter Flughafen das Leben schwer zu machen? Ich hätte unbegrenzte Mittel, jeder macht genau das, was ich will, keine Ressourcenbeschränkung. Könnte ich das überhaupt? Könnte ich Coca-Cola ein zweites Mal aufbauen mit allen Ressourcen dieser Welt? Und dann für Leute, die das ein bisschen physikalischer betrachten, Tritz und Aritz, das sind russische Methoden, um Dinge in physikalische Prinzipien umzuwandeln. Zum Beispiel sagen, ich gehe von einer großen Menge auf Losgröße 1 runter, oder ich betrachte einen Filterprozess als einen physikalischen oder einen chemischen Prozess oder einen magnetischen Prozess. Also zu sagen, welches welche Parallelität habe ich oder welches Gedankenmuster kann ich einsetzen, um diese Situation in ein Denkmodell zu verwandeln, das ich plötzlich lösen kann. Entscheidungsfindung, Opportunitätskosten, das ist ein Satz von Charlie Munger. Betrachte die Welt nicht an dem, was du an einem Referenzinstanz, sondern an der besten Alternative, die du in der Gegenwart finden könntest und miss alles eigentlich an dem Optimum und messe praktisch deinen Shortfall relativ zu diesem Optimum. Und was ich auch gern mache, Drehbücher schreiben, Szenarien. Mal dir doch mal die Welt aus heute in 5 Jahren für diese Firma. Was steht drüber in der Zeitung? Welchen Markt hat sie gewonnen? Welchen hat sie verloren? Wie dominant ist sie? Welche Antitrustklagen hat sie damals? Einfach mal die Zeitung von heute in 5 Jahren oder 10 Jahren mal aufzuschreiben. Da kommen einem sehr viele kreativen Ideen, um eine Firma oder eine Umwelt zu betrachten. Wir haben das an dieser Konferenz vor 13 Jahren gemacht. Und ich erinnere mich, da war Bundeskanzler Schröder noch. Und eine der Meldungen war in den Schlagzeilen, die wir in dieser Runde aufgeschrieben haben, Bundeskanzlerin Merkel. Wenn man so mal in die Zukunft denkt und einfach mal Bilder oder Situationen beschreibt, entwickelt sich enorm viel Fantasie und häufig eine sehr realistische Fantasie. Und private Lebenslektionen, arbeite nicht mit Menschen, die unsauber sind. Das geht immer schief. Da kommen Leute auf einen zu und haben irgendeinen Deal und man merkt, das ist nicht sauber. Es geht immer schief. Es ist für mich immer schief gegangen, mit schrägen Menschen zusammenzuarbeiten. Hat keinen Sinn. Wenn in einer Gruppe irgendwas schief geht, wissen Sie, dass Sie am Ende den Karren dann doch ziehen müssen. Also kann man sich auch gleich für die Gruppe engagieren. Für die eigenen Interessen einsetzen, jemand anderes tut es nicht. Da ist man in irgendwelchen Gremien und denkt, irgendjemand, wer denkt denn hier an mich? Kämpfen Sie für die eigene Sache. Schwierige Themen, ich denke mal Flüchtlingsthema oder Eurokrise, es nützt nichts, schöne Worte drum zu schaffen. Die Realität kommt immer. Und wenn die Bundesregierung irgendwas sagt, mit was wir alles fertig werden und dass sich das alles von selber, es löst sich nicht von selber. Die Probleme bleiben erhalten, ob das im Schuldenthema ist. Und darum ist auch heute Nachmittag der Vortrag von Herrn Kuh so wichtig. Der beschreibt einfach Dinge sehr knochentrocken. Und wir werden noch 10 Jahre in der Zeitung lesen, dass alles schön ist. Und die Realität, dummerweise, schafft sich ihren Weg. Dann frage ich, was ist Glück? Auf alle Fälle nicht irgendwelche Gewinner zu suchen. Denn nur ganz wenige sind oben und sie sind nur kurze Zeit oben und die Maßstäbe ändern sich im Laufe der Zeit. Für mich selber, Glücksmomente sind häufig kleine Momente, die überhaupt nichts mit Geld oder irgendwas zu tun haben. Und ich versuche immer, ich nehme die Momente größten irdischen Glücks einfach festzuhalten, zu sagen, das ist eine Situation, die ist, besser geht's nicht.
und die festzuhalten im Kopf. Und das ist häufig einfach nur eine Tasse Tee und ein ruhiger Platz irgendwo und ein gutes Buch. Das hat mit Geld und Ansehen gar nichts zu tun. Do it right the first time. Wenn man eine Sache beim ersten Mal nicht richtig hinkriegt, wann wird man die Zeit finden, sie jemals wieder richtig hinzukriegen? Das heißt, wenn man eine Sache anpackt, richtig machen. Kleine Schritte. Warum nicht einfach experimentieren, wenn man sich nicht unsicher ist? Wenn das gut läuft, mehr davon machen. Und Komplexität reduzieren, entrümpeln, sowohl die Aktenschränke als auch die Durchlaufzeiten oder die Prozesse. Wenn Sie selber da weiterlesen möchten, es gibt einige große Charaktere, wo man wirklich viel fürs Leben lernen kann. Charlie Munger zieht immer Benjamin Franklin, die Autobiografie. Da kommt die erste Entscheidungsmatrix drin vor, wen man heiraten soll, Vorteile, Nachteile, Checklisten. Eine unglaubliche Person, dieser Benjamin Franklin, wirklich eine bemerkenswerte Person. Die zu lesen lohnt sich. Von Charlie Munger, das Buch kennen Sie ja, das wir in Umlauf gegeben haben über Charlie Munger. Eine Rede zum Beispiel, Prescription for Guaranteed Misery in Life. Wie kann ich sicher sein, dass ich unglücklich werde mit Garantie? Eine Harvard-Abschlussrede von 1986. Große Lebenslektion. Die Aktionärsbriefe natürlich von Warren Buffett. Ray Dalio, der Bridgewater-Chef, der hat Lebensprinzipien, die man im Internet runterladen kann. Auch nicht unbedingt nachahmenswert, aber auf alle Fälle interessant. Oder Howard Marks, zum Beispiel die Briefe, die er geschrieben hat, Dare to be Great, da gibt es auch Bücher dazu. Das sind wirklich gestandene Investoren oder Manager, von denen man enorm viel lernen kann. Noch ein gutes, interessantes Thema, Atul Gawande, ein Arzt, über dauernde Verbesserung von Prozessen. Also nur als Anregung, wie man das eigene Leben ein bisschen besser gestalten kann, wenn man sich an großen Vorbildern orientiert. Ich bin jetzt einigermaßen durch mit meinem mentale Modelle-Thema. Ich wollte noch einen kleinen Kursausblick geben und nochmal das Programm überleiten. Wesentlich war mir Folgendes: Die Maschine wird viele Mustererkennungen, die der Mensch für sich durchführt, uns abnehmen. Und wir sollten uns nicht wundern, wir sind als Menschen nicht so kompliziert, wie wir glauben. Wir sind im Prinzip Mustererkenner. Wir leben von dem Erfahrungsschatz, klassifizieren und handeln danach. Und es gibt keinen Grund, warum die Maschine das nicht ähnlich können sollte, wie wir es können. Was wir können dann generelle Maximen aufstellen, so ein paar, die ich Ihnen da gebracht habe, die uns über die Maschine hinausführen. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Maschinen in den Standardoperationen gleichwertig, wenn nicht besser sind, wie wir Menschen. Und das ist eine Realität, an der wir in den nächsten Jahren nicht vorbeikommen werden. Das wird noch ein bisschen dauern, wir werden noch ein bisschen lachen drüber. Aber das wird unser Leben der nächsten 10 Jahre prägen und es wird viele Leute arbeitslos machen. Kurzer Marktausblick nochmal, dass wir das nochmal schnell haben. Richard Kuh wird einiges nochmal dazu sagen, aber ich beobachte im Moment im Kapitalmarkt, im Moment funktionieren die alten Rezepte nicht mehr. Value läuft nicht, Growth ist fast geworden wie Value. Also das ist alles, die Welt ist durcheinander geworden in unseren alten Klassifizierungen. Volatilität wird mit Qualität gleichgesetzt, also das ist ja das Thema der letzten 8 Jahre gewesen. Low Vola läuft, alles andere kümmert keinen Menschen. Die Zinssituation ist vollkommen pervertiert, also richtig pervertiert. Ich habe mich gefragt, ob ich das Wort benutzen soll. Da ist nichts mehr, wie es eigentlich sein sollte auf der Zinsseite weltweit. Vollkommen absurd. Die ETFs, die Exchange-Traded Funds, die kümmern sich nicht um Bewertungen. Da hat sich die Börse gelöst von den Unternehmen, die darunter stecken. Das sind nur noch Stücke Papiere, die hin und her geschoben werden, egal ob die Aktien, die da drin sind, was taugen oder nicht. Es ist auch vollkommen eine Parallelwelt geworden. Die Handelsroboter schießen uns ins Geschäft rein. Ich hatte die Leoni als Beispiel. Vollkommen unberechenbar, ohne Gedächtnis, ohne schlechtes Gewissen. Da steht man, da hat eine gute Entscheidung getroffen und die Maschine haut einem das kaputt. Nicht berechenbar für normale Anleger und da bin ich nicht allein, das geht vielen so. Selbst Hedgefonds sind in Not. Niewski Capital hat aufgegeben vor einiger Zeit, weil sie sagten, sie kommen mit der Welt nicht mehr klar. Und die bisherigen Investoren, das sind wir ja gewohnt über die letzten 30, 40 Jahre, die desinvestieren. China braucht Kasse, die Ölländer brauchen sehr viel Bargeld. Die sind gerade dabei, Aktien an den Markt zu schmeißen, im großen Stil. Ich hatte mit einem Bekannten aus Abu Dhabi gesprochen, der sagte, noch ein Jahr niedriger Ölpreis und wir haben ein echtes Problem hier. Die Logik spricht für Aktien.
Denn in dieser Welt gibt es fast keine Alternativen mehr für uns. Aktien sind alternativlos mit ihrer eingebauten Rendite von 6-8%. Das billige Geld macht die Übernahmen attraktiv. Ich denke jetzt an die Bayer-Sanofi-Übernahme oder an den KUKA-Kaufangebote. Von der Sorte werden wir noch richtig viel bekommen, weil mit dem billigen Geld kann ich ja rumspielen am Kapitalmarkt, wie mir lustig ist. Und da wird viel passieren, das wird die Kurse nach oben treiben. Investitionen rechnen sich. Fast jede Firma hat beliebig Geld im Moment zur Verfügung, um zu investieren. Das heißt, es wird viel investiert werden. Und die traditionellen Investoren werden in die Knie gezwungen, weil die alten Rezepte nicht mehr funktionieren. Also wenn die Zinsen nicht mehr stimmen, dann funktionieren manche Grundregeln nicht mehr. Und auch ein großer Trend, die Ölpreise verschieben den Wohlstand hin zum Konsumenten. Wir haben die Schmerzensgeschichte jetzt erlebt, nämlich dass Ölländer leiden und dass die Ölproduzenten leiden. Aber wir haben eine Wohlstandsverschiebung, wie wir sie auch in China beobachten. Es werden mehr Autos gekauft, es wird mehr privat konsumiert. Die Konsumenten haben im Stil von etwa 1,5 Billionen Euro pro Jahr mehr Geld in der Kasse. Sie reden nicht groß drüber, sie geben es leise und still aus. Das heißt, für die Konsumkonjunktur auf der Welt bin ich relativ positiv. Und obwohl die Konjunktur im Ganzen nicht berauschend ist, ich meine, das ist so ein Dümpeln, so ein Seitwärtsdümpeln, führt an den Aktien und höheren Kursen kein Weg vorbei. Das ist meine Schlussfolgerung in dieser wirklich chaotischen Welt. So, das war ein Schnelldurchlauf durch viele, viele Themen. Ich wollte ein bisschen Appetit machen. Die drei großen Blöcke, künstliche Intelligenz, werden spannend sein. Bei dem Thema Blockchain werden Sie ins Grübeln kommen und plötzlich geht Ihre Fantasie, fängt an zu laufen. Was kann man mit Blockchain alles machen? Wie wird das die Welt der Banken verändern? Und heute Nachmittag, Richard Kuh wird Sie hoffentlich nicht so sehr deprimieren. Wir haben viel Zeit für Fragen gelassen heute Nachmittag bei Richard Kuh und Sie können alle möglichen Fragen zum Weltbild, zum makroökonomischen Weltbild ihm nachher stellen. Da haben wir reichlich Zeit dafür. So, das war ein Appetithappen für heute. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit vielen interessanten Vorträgen. Danke. Vielen Dank.